Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei einem neuen Projekt. Und zwar sind wir hier in Don't Starve Together. Und ich bin nicht alleine. Mit mir dabei ist die 16-Bit Marsha Hallo. und die Lirina. Hallo. Ja, wir spielen heute Don't Starve Together. Und ja, worin geht es in dem Spiel? Ja, wie der Name schon sagt, wir dürfen nicht verhungern. Wir müssen gucken, dass wir überleben. Das ist ein Survival-Crafting-Game mit einer 2D, nee, 3, 2D-Grafik von oben auf die Charaktere. Ja, schon dreidimensional, aber naja, keine Ahnung, eine Ansicht von oben. Ich weiß schon gar nicht mehr die ganzen Begriffe, wie man dazu sagt. Third Person? Ich weiß es nicht. Third Person, ja. Ja, wir sind auf jeden Fall in einer relativ düsteren Welt. Wir müssen aufpassen vor der Dunkelheit, aufpassen, dass wir nicht gefressen werden von den Monstern und dass wir halt regelmäßig essen. Die Lirina hat da schon ein bisschen Ahnung von dem Spiel. Marsha und ich noch nicht so wirklich. Wir werden quasi gnadenlos fällen. Werden hineingeworfen ins Genau. Spiel. Weil Ja. das Spiel ist wirklich nicht einfach. Und wir spielen mit sehr vielen Mods zusammen. Auch wenn ich pink bin. Ja, ich bin pink. Spielen wir dennoch mit vielen Mods zusammen. Und zwar, was haben wir denn für Mods? Wir haben einmal die Mods, dass wir eine Minimap haben, dass wir uns dann halt auf der Karte sehen können. Also sprich direkt auf dem Bildschirm als Minimap. Wenn wir die Karte öffnen, können wir uns auch sehen auf weitere Distanzen. Wir haben eine höhere Stackanzahl an Items. Ich weiß gar nicht, was noch alles. Auf jeden Fall jede Ganz Menge. vieles. Genau, das werden wir einfach jetzt im Laufe des Spiels sehen. Ich würde sagen, dann joinen wir doch mal rein. Wir spielen jetzt mit den Standardcharakteren, die wir so haben. Ich spiele mit den Wilson. Der. Was? Okay, Guardian Pick-Kostüm. Komm, das gönne ich mir mal. Keine Ahnung, woher ich das hab. Mal mit. Kommt einen prachtvollen Bart. Ja. Ich spiele die Wendy. Ja, die ist ja jemand mit einer gejagt von ihrer Zwillingsschwester, genau. Die hat ja so eine ja, Blume kann man es nennen. Und wenn sie die, Abigail. genau, und wenn sie Abigail. die ruft, dann kommt ein Geist und hilft ihr und unterstützt sie, gibt ihr Licht in der Nacht auch so ein bisschen. Abigail ist quasi Wendys Zwillingsschwester. Und ich spiele die Willow. Das ist eine Brandstifterin, die widerstandsfähig gegen Feuerschaden ist und hat dauerhaften Feuerzeug. Ja, kann einen Teddy herstellen, was aber eigentlich nicht von vielen Nöten ist, von großer Not ist. Und sie verliert Wärme, wenn sie aufgeregt ist. Also wenn sie, ja, gerade, vielleicht wenn Hunde gerade kommen, das werdet ihr noch im Spiel sehen. Ja, und ich spiele Wilson, der Bartwuchs hat. Das ist seine Spezialfähigkeit. Mit dem Bart kann er dann später uns quasi wiederbeleben. Wenn, Genau. also wenn ich sterbe. Ja. ja. Ihr Ja, gut, kommt hier in okay. die Welt? Ich würde sagen, wir lassen das mit dem, mit dem. Okay, alles klar. Ja, Das Lady ist in schon. Pink. Ja, ich bin schon drin in der So. Welt. So, bin dabei. Okay. Ich auch. Hey. Yay. Da fehlt jemand. Ja, ich bin gleich da. Oh, die Schrift über dir ist auch pink. Es Oh. gibt Kostüme. Es gibt hier Kostüme, wie gut. Na gut, okay, ich gehe einfach mal ganz normal ins Spiel. Oh, gleich ein Schwein, das mich begrüßt hier. Zeit zum Essen. Das Schwein frisst alles in der Wie näheren siehst du Umgebung. denn aus? Ich habe Kostüm an. Oh Gott. Das Schwein ist sehr praktisch. Wenn man es nämlich füttert, macht es Kacki und damit können wir Düngemittel herstellen. Nee. Nein! Lass mich! Ja, hier sind wir jetzt in der Welt von Don't Starve. So sieht das Spiel also aus. Also schon so eher zeichnerisch gehalten. Nicht jetzt grafisch hochaufwendig.
Aber, oh, das sind böse Schweine, ne? Ja, das waren die Bösen. Unten ist ein böses Schweinedorf. Ja, wir sollten uns erstmal jetzt versuchen, irgendwo anzusiedeln. Auf jeden Fall, bevor die Nacht kommt. Ja, wir halten uns an dich. Du bist ja hier unsere Pro-Gamerin. In der Hinsicht. Ja, gucken mal. Am besten wäre es halt wirklich hier bei den Schweinen irgendwo, wo auch ein paar Bären sind, die wir dann immer mal abernten können. Ich würde aber nicht bei den feindlichen Schweinen sein. Die nee, in nee, dieser nee, Festung sind böse. Genau, die sind böse. Es gibt hier aber auch in dieser Welt halt so Orte, wo man dann halt relativ sicher ist. Man findet hier verlassene Lager, die auch umzäunt sind, mit Holzboden und so weiter, die man dann vielleicht für den Anfang nutzen könnte. Damit wir dann etwas hätten, wo wir sagen, gut. Ja, das Problem ist nur, für die erste Nacht bräuchten wir jetzt erstmal hier irgendwo ein Lagerfeuer. Wir müssen auch Stöcke und Gras sammeln dafür. Ich bin schon dabei mit Holzfällen. Das ist auch gut. Aber immer schön neue Pflanzen, ne? Sonst werden wir irgendwann, ja, ich will jetzt mal nicht spoilern, aber das wird gefährlich sonst. Ich hab das schon mal so erlebt, ja. Nicht schön. Wir aber kennen das aber so in dem Ausmaß nicht. Die Natur wird sich nämlich noch rächen, wenn wir zu unachtsam mit ihr umgehen. Schön gesagt. Wird dann aber leider nicht schön für uns enden. Oh, hier ist ein Hof. Aber noch haben wir keine Schaufel. Wie kann man denn diese Minimap jetzt aktivieren? Hast du sie nicht bei dir? Nee. Bei mir ist sie da. Dann hast du die Mods nicht ausgewählt. Doch, ich hab alle angemacht. Vielleicht habe ich das nicht. Vielleicht habe ich auch da das Falsche genommen oder so. Muss ich dann nochmal später gucken. Dann mal gucken. Aber also der Map an sich kam ich ja auch bisher immer ganz gut zurecht. Von hier ist ein Talbird mit 800 Leben, da sollte ich mich von fernhalten. Ja, das ist eine gute Idee. Wir gucken dann einfach mal in der nächsten Runde, ob bei dir bei den Mods alles okay ist. Oh, hier bei den Spinnen sollten wir auch nicht sein. Wir sollten hier. Warte. Komm mal mit, Mascha. Ich sammle gerade. Aber die Mascha hat das eben schon richtig gesagt gehabt in der nächsten Runde, denn wir werden es nicht lange überleben. Wir müssen jetzt erstmal ganz kurz weg von den Spinnen, weil die werden nachts noch aggressiver. Und es ist bald Nacht. Gegen, ich habe eine Spinne getötet. Das riecht natürlich auch gut. Oh nee, jetzt bin ich bei den bösen Schweinen, das wollte ich nicht. Ja, ich wir sollten schon, jetzt langsam mal auch ein Lagerfeuer machen. Komm mal zu mir. Hier oben ist ein guter Platz. Ich habe schon Lagerfeuerhand fertig, bereit. Das ist gut. Hier oben ist ein guter Platz. Hier so in der Art. Weil hier ist gleich ein Weg, ein Wald, Büsche. Bären, hier sind in der Nähe auch gleich Blumen und so, deswegen erstmal das erste Lager einfach hier irgendwo aufschlagen. Aber hier sind auch gleich Felsen, das finde ich auch praktisch. Auch gleich beim Schweinchen. Oh, hier ist ein großes Schweinedorf. Ach, endlich ein Feuerstein und der wird mir jetzt geklaut, oder? Wir können sie noch nicht abbauen. Oh, ich finde das so cool, wie man die kaputt machen kann. Oh, hier sind Bienen. So, es wird jetzt gleich Nacht. Man sieht es hier oben an der Anzeige. Wenn der Zeiger von dem Roten ins Schwarz übergeht, so wie jetzt, dann ist es halt Nacht. Nein, Feuer. Warte, entschuldige, ich hab in der Nacht greifen die Schatten an. Genau. Wenn man zu crazy ist, das ist diese Anzeige mit... Mit dem Gehirn, genau. Gehirn, genau. Dann kommen die auch tagsüber und dann wird auch das... die Anzeige so ein bisschen gräulich vom Spiel her. Genau, da wird man quasi depressiv und dann greifen die Geister einen an. Genau. Also darauf muss man auch achten. Neben Hunger und natürlich seine Lebensanzeige muss man darauf achten, dass die Depression nicht ansteigt. Also auch das ist ein wichtiger Aspekt in dem Spiel. Sind eigentlich besser, das macht 12,5. Das, achso, okay. Hat sich schon erledigt. Also, süß. Oh.
Vieles okay. zu kochen hat auf jeden Fall Sinn. Wo gehen wir denn weiter? Ja, wir könnten halt zu dem Friedhof da hinten gehen, weil da gibt's dann diese, da gibt's dann auch Eis, wie ich da sehe auf der Map, und halt, ja, viel Stein, viel Friedhof. Friedhof ist immer gut. Die Friedhöfe, die Gräber können wir auch ausgraben. Genau, man kann die Gräber schänden, aber da können auch natürlich Geister dabei rauskommen. Das war. Die sind sogar gar nicht so leicht zu besiegen. Hier ist eine Statue hier oben. Oh. Der Mensch. Und Marmorbäume. Oh, Marmor ist immer gut. Okay. Aber gut, dass wir das schon mal gesehen haben, können wir uns merken. Da ist die Statue, ja, ich sehe es auch gerade. Und vor allem immer Blümchen pflücken, dass wir halt von dem Zustand her auf 200 bleiben. Auch, oder zumindest immer über 150. Damit die Depression nicht überhand nimmt. Geh mal bei den Bienen gucken. Oh, hier sind auch nicht viele Steine, muss ich gestehen. Ich bin dabei, Holz zu finden. Was? Man kann dieses Ding aufnehmen? Was tue ich jetzt damit? Das hatte ich ja auch noch nie. Kann ich das wieder ablegen? Ach, das tragen. Da wieder ablegen? Ich glaube, das muss aus dem Inventar ziehen. Wie gut. Ach ja, da. Oh Gott. Okay. Ich weiß auch noch nicht. Wir haben das letztens mal selber mitbekommen. Ja, der Extreme und ich das mal privat angespielt haben, um überhaupt zu wissen, um was es geht. Mhm. Haben das auch gefunden. Ja. Ja, im Singleplayer habe ich das noch nie gefunden. Also vielleicht gibt es das da ja, aber... Ich habe da gesehen, da gibt es so ein Podest oder irgendwie sowas, da kann man, so wie es den Anschein hatte, kann man da die Einzelteile hinbringen und was dann passiert, keine Ahnung, da kann man irgendwie was zusammensetzen, aber was das Endergebnis ist, habe ich keine Ahnung von. Ein Teich zum Angeln. Oh gut, wenn wir jetzt noch eine Angel hätten. Ah, hier ist noch ein Teil. Das. Oder stumm. Oh, hast du? Wir sind bei den Simpen, passt bitte auf. Noch, Mascha? Einen habe ich noch. Gibst du mir den mal? Das wäre nice, danke. Oh ja, alles klar, Frosch. Greif dich einfach mal an. Ja, ist okay. Ist zwar ein Baumstumpf, hab ihn, aber... Frosch. Ja, aber was wir den Baumstumpf machen kann. Hab ihn getötet. Abigail! Auf. Nein, darfst du dich. Da liegen lassen. Oh, meine Blütenblätter. Ich hab's eingesammelt. Ja. Ich hab gerade aus Versehen Waschbär getötet. Ach Gott, aus Versehen. Gott, na klar. Na gut, es ist Fleisch, ne? Da ist eine Truhe. Hier liegt. In der Leiche. Dann hier sind da sind Blaupausen drin. Aber hier liegt Kacki rum. Ich finde hier nicht einen Feuerstein in der Nähe. Übersehe ich die? Gibt's ja, die sind gerade richtig rar, muss ich auch zugeben. Ja. Braucht man halt für die ganzen Werkzeuge, ne? Ich habe gerade 4 Blaupausen gefunden. Die habe ich mal angelernt. Ich weiß zwar nicht, was die großartig noch bringen. Ich glaube, dann brauchst du keine Maschine, um die herzustellen. Da wo. Ah, ich sehe jetzt auch das, was ihr aufdeckt. Das ist interessant. Ja, ich sollte vielleicht mal in eure Richtung kommen, weil da ist nämlich ganz viel Stein. Was ich die ganze Zeit suche. Außerdem, es wird langsam dunkel. Also sollte ich erst recht mal in eure Umgebung kommen. Ich habe Feuerstein gefunden. Sehr gut. Jetzt mache ich mir erstmal hier eine Spitzhacke. Wo seid ihr? Wir sollten, glaube ich, etwas näher zusammenbleiben. Ja, wir sollten langsam wieder, also so wenn der Zeiger ungefähr auf, sagen wir, 9 ist, sollten wir ungefähr wieder zum Lagerfeuer zurück. Oder halt irgendwo ein neues aufschlagen, ne? Wo das Lagerfeuer also war? Ich habe in der Nacht leider nicht so Probleme, weil ich habe ja, mein Feuerzeug, ne? Aber für euch ist das dann immer problematisch. Komm mal wieder in eure Nähe. Oh, da hat jemand Hunger. Hey. So, lass mich...
auch mal was für meinen Hunger getan. Hallo. Hallo. Manchmal vergisst man das. Ich würde sagen, wir machen das nächste Lager mal oben in diesem Steingebiet. Da mal ein richtiges Lagerfeuer, dann kann ich in der Nacht noch ein bisschen Steine kloppen. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das ist der Sumpf, oder? Steine braucht man später echt viel. Ja, en masse. Ja, genau wie Holz. Ich bin auch als jetzt im Holz noch sammeln und Stöcke und Gras und so. Immer sehr viel braucht man davon später noch. Ich komme mal zu euch. Ich habe jetzt eben noch zwei Feuersteine. Wow, Akrobinen und so. Ich habe eben noch zwei Feuersteine gefunden. Aber das waren auch die einzigen. Habe jetzt eine Axt. Und ich werde sie benutzen. Spielt ihr eigentlich nur mit WASD und Leertaste oder Spiel spielt ihr mit eigentlich dem Mauszeiger? nur mit der Maus. Ich spiele mit dem, also mit dem WASD und dann Leertaste und manchmal auch Maus. Oder, also mit der Maus gehe ich Pass eher so in auf. das Menü, weißt du? So, weil das ist irgendwie so, da habe ich als so meine Maus drüber über dem Menü. Genau, man kann die Karte nämlich auch drehen, wenn man hier mit Q und E zum Beispiel drückt oder unten rechts bei dem Kartensymbol. Kommt man hier auch an Ecken ran, wenn Steine hier hinter den Ecken rumliegen. Lager, Lager, Bei Lager. mir oben. Kommt her, meine Kinder. Ich gucke noch mal, ob ich Feuerstein finde. Oh, eine Truhe. Da habe ich schon geguckt, da waren vier Blaupausen drin. Die Hammer Truhe. bräuchten wir. Ja, die Truhe könnten wir eigentlich voll gut mitnehmen, aber wir haben keinen Hammer im Moment. Bräuchte Ich könnte einen Gras. Hammer bauen. Ja, okay, dann baue ein. Dann Für Glas brauchst du Gas. Asche und Nicht ich. Und Glas. Ich Gas. bräuchte aber jemanden, der mich Ach, mal Gas. unterstützt dann mit Feuer. Warte. Nee, kann ich gerade nicht. Ich habe gar keinen Platz. Die Spinnen bringen sich gegenseitig um hier oben gerade. Wie gut. Moment. Ah, es ist gut. Verena macht wieder ein Solo-Let's Play. Ich zünde mal den Baum. Ne oh. Hier liegt viel. Oh. Monsterfleisch. Okay. Oh, Schwein. Oh Gott. Ah. Nein, nein, es ist okay. Ich habe noch alles unter Kontrolle bisher. Kannst Alles du den gut. Schweinekopf da auch auseinandernehmen? Ja. Nehmen wir mal das verrottete Oh, Fleisch weg, nice. wofür auch immer. Oh Gott, 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 oh Gott. Dann sag doch gleich, die Leute sollen bei dir schauen. Echt mal. Da wirkt es schon fast uninteressant bei uns. Kann mich jemand abholen? Komm Was hier hier nicht los? weg. Hier sind Schlangen gerade um mich und wenn ich einen Schritt irgendwo hingehe, dann kommen die wieder raus aus dem Boden und killen mich. Ich bin nämlich fast tot. Also nur einer von euch. Alter. Und der muss bitte ganz vorsichtig über dieses Spinnennetz gehen und mir irgendwie Blumen geben, weil sonst bin ich gleich tot. Ah, so muss ich auch nur ich hin hier. Also. Bin zu Okay. arm dafür. Gott. Ich habe keine Blumen bei mir. Das ist schlecht, weil ich bin gleich tot. Ah! Wieso passiert mir das immer? Na. Kann man diese Schlangen auch kaputt machen? Kannst Sind du die nicht stark? durchrennen Die sind irgendwie? sehr stark. Die sind sehr stark. Also ich hatte jetzt drei. Kannst du nicht durchrennen? Ich bin mir nicht sicher, ob die tagsüber auch kommen. Hast du Guck irgendwas mal, wir sind doch dabei? die ganze Okay. Zeit hier. Oh, danke schön. Außerdem siehst Oh du mein es Gott. vorwarnt. Guck mal, hier kommt jetzt gleich eine bestimmt raus. Da. Ah, ja. Das habe ich nämlich in der Nacht nicht gesehen. Ja, du musst Au. aufpassen. Geh lieber weg. Oh Gott, das war jetzt echt. Also. Ein. Okay, das lasse ich lieber. Okay, das Ist ja lasse ich auf lieber. jeden Fall ein guter Start jetzt hier, wo wir jetzt gerade sind. Ich glaube, ich lasse das lieber. Spinne, gehst du weg? Ich glaube, es hackt. Fisch, Fisch, ich habe den Fisch gerettet. Ja! Oh Gott, die sind ja überall. Das ist ja. Oh Gott, und das? Du denn auch hier hingegangen? Richtig Weil gefährlich. ich eigentlich nach einem Lager gesucht habe, weil manchmal gibt es ja hier auch Lager. Pass auf, da Hat ist irgendwo jemand. eins. Oh.
Hat jemand noch Platz für ein Spinnennetz? Da liegt nämlich eins. Ich nehme schon. Ich habe eine Tentakelspitze. Pass auf! Ich bin tot. Ja, fängt ja gut an, die erste Folge. Und gegen Abschluss dieser Folge bin ich schon tot, weil die Irina uns in ein Gebiet geführt hat, was nicht gut ist. Dann ist Irinas Schuld. Alles gut. Einmal mit Profis spielen. Gut. Da ist die nächste tot. Ja. Ich will auch. Nein. Ja, was soll ich? Warte. Warte ja, genau. Mal. Wie stellt man denn? Wartet. Hast du eine Idee? Kannst du unsere Läden noch retten? Ja, könnte ich sogar. Ich brauch Stroh und beziehungsweise ich hier dieses getrocknete Gras. Extreme. Der Pick ja. Extreme. Er ist tot. Er ist von uns gegangen. Extreme Dinosaur. Er ist extrem gestorben. Was machst du denn jetzt? Was hast du denn jetzt vor? Euch wieder zu beleben. Sie will einen Trank brauen. Ah, wie gut, gleich in der ersten Folge. Aber ich brauche getrocknetes Gras, das ist das Problem. Ich hatte nicht im Startgebiet schon mit Tentakeln gerechnet. Tut mir ja leid. Tentakeln sind eigentlich so mit die stärksten Gegner, die man auf der Map so findet. Deswegen. Gott. Wir müssen aber unsere Sachen wenigstens noch wiederholen, weil das ist ja sonst doof. Aber wir müssen Dankeschön. Die Tentakeln dann eigentlich besiegen irgendwie. Ja, ich hatte gerade irgendwie so einen komischen Tentakelstab gefunden. Habe ich auch. Scheint wohl eine starke Waffe zu sein. Wir sollten aber jetzt. Ich weiß nicht, können wir Irina jetzt noch wiederbeleben? Ja, ich bräuchte nur ein bisschen Leben, dann passt das. Weil wenn ich es jetzt machen würde, würde ich wahrscheinlich sterben. Ach, du gibst mir dann wahrscheinlich Leben ab, ne? Ja. Quasi, weil ich verliere 40, um das verräterische Herz zu machen. Ich bin wieder tot. Willst du mich Gut, ich weiß nicht, also das macht jetzt wenig Sinn hier. Wir machen eine neue Runde. Ja, ich würde sagen... Vielleicht. Vielleicht werden wir dann auch mal in eine etwas bessere Starter-Map geworfen. Ja, nächste Runde, neue Folge. Wir sind jetzt am Ende einer Folge. Ihr könnt auch gerne mal die Sicht der anderen beiden sehen, wie immer unten verlinkt in der Beschreibung. Schaut auch gerne mal bei Lirina und der 16-Bit-Marsha vorbei. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann auch wieder in der neuen Karte, würde ich sagen. Ohne, dass wir direkt am Anfang sterben. Ja. Wie machst du so einen Move? Wir das auch noch zum Schluss hin machen hier. So. Geh. Wenn du die das ist nämlich auch ein Mod. Oh, das können wir nur jetzt gerade nicht machen. Oh, schade. Weil wir dezent tot sind. Aber okay. Gut, wir sehen uns in der nächsten Runde, in der nächsten Folge auf einer neuen Karte. Und wir sagen erstmal bis dahin. Tschüss.